Die Angst vor dem Tod verfolgt mit Sicherheit jeden von uns. Niemand weiß, was genau mit uns nach unserem Ableben passiert oder ob überhaupt etwas passiert. Wohin sollen all die Seelen gehen, wenn sie keinen physischen Körper mehr haben? Sterben meine Erinnerungen mit mir? Erkenne ich Menschen, die früher einmal zu mir gehörten? Gibt es dort, wo auch immer das ist, genug Platz für uns alle? Immerhin sind wir mehrere Milliarden Menschen und wenn man die Tiere mit einbezieht, die nicht nur rein nach dem Instinkt handeln, steigt die Zahl ins Unermessliche. Hallo und herzlich willkommen. Das Unausweichliche steht uns allen bevor, egal ob arm oder reich, Mann oder Frau, schwarz oder weiß. Niemand entkommt dem Sensenmann, denn er holt sich, was ihm zusteht. Darum ist es doch nur verständlich, nach einem Strohhalm zu greifen, der vielleicht, aber auch nur vielleicht, etwas Licht in die Sache bringt. Denn im Gegensatz zu früher ist heutzutage unsere Medizin so weit fortgeschritten, dass sie Tag ein, Tag aus Wunder vollbringt. Krankheiten, Unfälle, die uns eigentlich den Tod vor die Füße legen, können bezwungen werden. Sogar bereits verstorbene Menschen können für einen gewissen Zeitraum ohne bleibende Schäden wieder ins Leben zurückgeholt werden. Die Menschen haben eine andere Seite gesehen. Nur einen Bruchteil davon. Aber sie haben etwas gesehen, einen Ort. Einen Moment, der uns alle früher oder später erwartet. Und heute möchte ich ein paar dieser Erzählungen aufgreifen. Darum gleich vorweg, seid ihr daran interessiert, mehr davon zu sehen? Dann würde ich nach solchen Videos suchen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Die Familie Clemens hatte fast ihren sehr gesunden, sportbegeisterten Jungen verloren. Ohne jegliche Vorwarnung kollabierte er einfach und kippte um. Natürlich wurde er auf der Stelle ins Krankenhaus gebracht, während verzweifelt die Sanitäter versuchten, ihn zurückzuholen. 20 Minuten, 20 Minuten war dieser junge Mann tot, bis die Ärzte das Unvorstellbare meisterten und ihn zurückholten. Und hier ist der Ausschnitt, mit dem er berichtet, was er gesehen hat. In cardiac arrest, according to his doctors. His mother was immediately called and even beat the ambulance to the emergency room. When they opened the ambulance door, he was blue and they were on top of him doing chest compressions. Technically and medically, he was dead. Of what he saw during the time many believed he had died. I saw a man that had longish kind of ruffled hair with a kind of thick beard, and it didn't take me long to realize that that was Jesus. He's describing what his family is convinced was a near-death miracle. I went up to him and he put his hand on my shoulder and told me that everything would be all right and not to worry. I was just calm and just at peace. Der Mann im nächsten Video starb sogar für eine noch längere Zeit. Tony hatte schwere Atembeschwerden. Sofort schnappten ihn seine Frau und sein Sohn und brachten ihn ins hiesige Krankenhaus. Doch es wurde nicht besser. Die Ärzte und Schwestern versuchten alles. Doch Tony starb und es gab kein Zeichen eines Comebacks. Etwa 45 Minuten versuchten sie, sein Herz zu stimulieren. Doch alles blieb erfolglos, weswegen sie sich dazu entschieden, der Familie zu sagen, dass es nun vorbei ist. Bis plötzlich das Herz wieder zu schlagen begann. Auch hier ein paar Worte der Familie. You know, then everybody started telling me how it happened, and you know, that's when I started to understand, you know, a miracle happened. I pointed at him and I said, Dad, you're not gonna die today. And I stood there for about a few more seconds, and I was about to walk back to, you know, comfort the family. Barbara erzählt, dass sie im Alter von 31 Jahren eine Operation hatte, die missglückte. Ein Fehler führte dazu, dass sie am Operationstisch starb. Sie könne sich erinnern, wie sie aus ihrem Körper in die Höhe schwebte und plötzlich den Raum um sich selbst sah. Sie verspürte eine Art Gestalt neben ihr, eine Präsenz aus purer Liebe und Geborgenheit. War aber so von der Szenerie überwältigt, dass sie diese Präsenz nicht ansah. Ihr Blick ging nur auf diesen Tisch, auf dem sie lag. Sie versuchte aber der Gestalt begreiflich zu machen, dass sie noch nicht bereit sei zu sterben. Sie habe eine Tochter, die gerade mal 5 Monate alt ist, und diese würde sie brauchen. Sie schloss die Augen und als sie wieder öffnete, war sie wieder in ihrem Körper. There was this feeling of a presence that was next to me. It felt like it was God. It felt so loving and so accepting and so eternal. I literally looked down and said, huh, if I'm up here and my body's down there, then I think I must have just died. The loss of fear of death is so amazing. For somebody who is possibly facing death right now, what do you want them to know? That they don't need to fear it.
Habt ihr bereits etwas Ähnliches erlebt oder kennt ihr jemanden? Wollt ihr mehr dieser Videos sehen, lasst es mich wissen. Die Kommentarsektion steht euch frei und auf Facebook bin ich auch zu finden. Bis zum nächsten Mal.